Ja, hallo Wuppertal und diesmal auch Remscheid und Solingen. Wir sind hier im Atlantis Fisch Spa. Die ein oder anderen werden es aus dem Urlaub erkennen. Das sind die kleinen Fische, die einem an den Füßen rumkrabbeln. Ja, und da haben wir Fish and Talk gemacht. Also wir fischen quasi mit den Füßen. Die Füße sind der Köder und wir sind gleich mal gespannt, wer das Meister an der Füße hat. Ja, und ich habe heute Gäste dabei. Und zwar zu meiner Rechten, das ist Roland Bartsch und die Steffi. Und bekannt aus Goodbye Deutschland. Und dann zu meiner Linken, das ist der Arno, das ist der Trainer der Solingen Volleys. Und neben dem Trainer der Solingen Volleys sitzt die Sarah, das ist meine Co-Moderatorin, weil ich habe mir auch mal gedacht, ich möchte auch mal so eine Michelle Hunzige haben. Und daneben sitzt der Olli und der Olli ist Kapitän der Solingen Volleys. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und geben mal das Kommando raus aus den Schluffen und rein in die Becken. Oh, das kitzelt. Eieiei. Ja, hier neben mir habe ich übrigens noch so einen Fuß von einem der letzten Kunden. Da hat es nicht wirklich geklappt, aber nein, es ist wirklich eine ganz harmlose Geschichte. Und wie gesagt, der Roland ist bekannt ja, aus dem Fernsehen, nämlich aus Goodbye Deutschland und das kitzelt. Und Roland, jetzt bist du wieder in Deutschland. Ich glaube 2011 seid ihr ausgewandert nach Mallorca und habt da ein Sonnenstudio aufgemacht, ne? Also völlig normal auf Mallorca. Ja, und das ist immer das, was die Leute glauben. Wir haben kein Sonnenstudio aufgemacht, wir haben ein Sonnenstudio übernommen. Das lief auch schon 8 Jahre und wir haben es erweitert. Wir haben noch Fußpflege mit dabei gemacht und Fingernagelstudio, Piercing. Und ja, und irgendwann haben wir uns dann gedacht, dann könnten wir das ja noch erweitern mit unseren Fischen. Ja? Wir waren die Ersten an der Ostküste, die die Fische dort platziert haben. Mhm. Ja, und wie kommen auf den bekloppten Gedanken, ein Sonnenstudio auf Mallorca aufzumachen? Ja, das hat sich so ergeben. Wa? Da war nichts anderes frei und dann haben wir gesagt, na gut, dann nehmen wir halt das Sonnenstudio. Wa? Und mit der verrückten Idee war er dann auch bei Goodbye Deutschland? Ja, wir waren dann auch, mit der verrückten Idee waren wir dann auch bei Goodbye Deutschland. Die googeln ja auch immer, gucken, wer ist gerade wo. Und dann haben die halt gesehen, wie, da macht jemand ein Sonnenstudio auf Mallorca und die Irren wollen wir haben. Und dann hieß es auch nur eine Sendung, aber es sind dann 14 geworden. 14 Folgen bei Vox mit Goodbye Deutschland und ja, ihr wart dabei und jetzt seid ihr seit circa einem halben Jahr wieder hier. Ja, wir sind jetzt seit Mai wieder hier und wir haben uns gedacht, wir bringen einfach mal die Fische mit, damit die Wuppertaler auch mal ein bisschen angeknabbert werden. Ne? Ja, das ist im Grunde ein bisschen wie Fußpflege zu sehen, oder? Ja, ich sage immer, das ist die Fußpflege natural, weil die nehmen die toten Hautschuppen weg, die gehen an die Hornhaut dran, die Nagelhaut und es ist für Körper, Geist und Seele, weil in dem Moment, wo man hier sitzt, guckt man auch den Tierchen zu und man kann mal abschalten. Und wo kann man heutzutage noch abschalten? Ja, das ist wirklich wahr. Dann habe ich hier ja, zu meiner Linken den Arno. Der Arno ist ein bisschen größer als ich, aber das glaube ich für den Sport auch normal, denn der ist Volleyballtrainer und sicherlich früher auch Volleyballer, oder? Ja, das klappt. Ja. Und du kommst aus Holland? Ich komme aus Holland, ja. Und trainierst die Solingen Volleys. Die Solingen Volleys sind in der Volleyball-Bundesliga. Das heißt, das ist ähnlich zu sehen wie auch mit im Fußball oder im Handball? Ja, wir haben zweite Bundesliga und erste Bundesliga und wir sind Aufsteiger von zweiter Bundesliga und dieses Jahr erste Bundesliga. Und jetzt gebe ich mal das Mikrofon weiter an die Sarah, denn die Sarah hat da hinten noch den Olli sitzen und der Olli ist Kapitän von den Solingen Volleys. Hallo Olli, wie wird man dann Kapitän? Ja, das ist eine gute Frage, da muss man mal die Mannschaft fragen, aber im Endeffekt bin ich hier hingekommen. Wurdest du wie so ein Klassensprecher gewählt? Ja, teilweise schon. Die Mannschaft, die spricht sich dann im Prinzip für einen Spieler aus, der im weitesten Sinne die Interessen der Mannschaft vertritt. Und ja, das bin dann ich geworden und ja, mache ich jetzt auch schon in meinem dritten Jahr. Ja, und Roland, jetzt nochmal hier zu den Fischchen. Die sind ja jetzt noch recht klein, so groß. Ich habe gehört, die werden bis zu 15 Zentimeter. Dann knabbern die nicht mehr an die Füße, oder? Ja, das ist korrekt. Die sind jetzt noch ziemlich klein. Die sind jetzt ein halbes Jahr alt und wachsen aber auch ziemlich schnell. Und die können wirklich so groß werden, bis zu 15 Zentimeter. Und das dauert aber dann so in der Regel zwischen 5 und 7 Jahren. Und wir haben gesagt, wenn die dann so groß sind, dann nehmen wir die mit nach Hause. Und dann kommen die bei uns ins große Becken. Dann können die da ihre Rente verbringen. Also wie so ein Fisch-Seniorenheim. Ja, wie ein Fisch-Seniorenheim. So kann man das dann sehen, ja. Okay. Kriegen die jetzt außer den Füßen noch was anderes zu essen? Ja, die bekommen auch noch so eine Art Kangal-Fischfutter dazu. Also die ernähren sich jetzt nicht nur von den Füßen. Dafür haben wir hier zu wenig Leute. Arno, hast du sowas schon mal gemacht? Nein, das ist das erste Mal. Und? Ja, es fühlt ein bisschen, ist angenehm. Aha. Und nochmal zurück zum Volleyball. Ihr spielt also jetzt erstmalig dann in der Bundesliga. Und gibt es da auch sowas wie Champions League, Europa League oder wie das im Fußball eben so heißt? Ja, genau.
Alles genau das Gleiche. Alles genau das Gleiche. Wir haben das Meister spielt Champions League und wir haben jetzt zwei Mannschaften in der Champions League, Berlin und Friedrichshafen. Mhm. So, deutscher Volleyball ist sehr hohe Qualität. Ich habe jetzt gehört, bei den Olympischen Spielen, war ja jetzt auch, weiß gar nicht, wie lange da schon olympisch ist, aber jetzt war es ja auf jeden Fall auch olympisch und ich habe es mir auch angeschaut, das ist ja schon ein spannender Ball. Ich habe mir vor allen Dingen auch Beachvolleyball angeguckt, das war natürlich noch ein bisschen spannender. Wie sieht das denn bei euch so aus? Das sind, glaube ich, 6 Leute in einer Mannschaft, oder? Irre ich mich jetzt? 6 auf das Feld, ja. Aha. Und beim Beachvolleyball nur 2. Ja, genau. Mhm. Und 2 Halbzeiten oder geht das anders? Nee. Der Gewinner muss 3 Sätze gewinnen. So, wenn es 2-1 ist, dann gibt es noch ein 4. Satz und mit 2-2 haben wir ein 5. Und ihr spielt in Solingen, in welcher Halle dort? Wir spielen in Falsch, das ist unsere Heimat, das ist unser Herzenkessel. Das ist sehr ist klein und gemütlich und da freuen wir auf die Gegner zu gewinnen. Aha. Wie viele Spiele gibt es da so in der Saison? Wir haben 11 Clubs, Vereine, so wir haben 20 Spiele und dann noch Cup dabei. So wir machen, und dann nach der Kompetition haben wir noch die Playoffs, so ungefähr 30 Spiele. Okay, und das ist dann auch so die Hälfte Heimspiele und die Hälfte Auswärtsspiele? Genau. Ja. Und wie viele Mannschaften sind jetzt in der ersten Bundesliga? Ja, 11. 11? Ja. Ah, okay, ja, klingt logisch. Ich gebe nochmal weiter an die Sarah, vielleicht hat die noch was für den Olli. Olli, wann geht denn die Saison wieder los? Ja, die Saison geht jetzt am Samstag schon wieder los, am 22.10. Und da ist ein Auswärtsspiel bei uns auf dem Programm und zwar spielen wir in Lüneburg bei Hamburg. Freust dich drauf? Und wie? Wir haben jetzt ungefähr 2,5 Monate Vorbereitung gehabt, knapp 3 Monate. Und ja, wenn man dann die ganze Zeit eben nur Trainingsspiele hat und nur Training, dann will man auch, dass es wirklich endlich wieder losgeht. Und wir sind alle wahnsinnig heiß drauf. Und ja, ich hoffe, dass wir das auch auf dem Feld zeigen können. Und wann kann man euch in Solingen wiedersehen? Das ist leider erst im November, am 6.11. um zur gewohnten Uhrzeit 16 Uhr, sonntags, Kaffee- und Kuchenzeit und Currywurstzeit, wie es immer bei uns so schön hieß. Und da sind wir dann zum ersten Mal in voller Pracht im Prinzip zu beobachten. Da ihr jetzt in der ersten Liga spielt, gibt es da überhaupt noch Karten? Das weiß ich nicht. Da muss die Frage fast wieder an den Manager gehen. Aber ich denke, wenn man noch schnell ist, dann kann man bestimmt noch die eine oder andere Karte ergattern. Ich denke vor allem beim Auftakt am 6.11., da werden die Karten relativ rar sein. Kriege ich noch welche? Wenn du ganz lieb bittest, also ich. Vielleicht. Wenn du ganz lieb bittest, aber nur. Ich würde es mir gerne mal anschauen. Ja, neben dem Roland sitzt übrigens die Steffi und die Steffi hat den Roland, den Verrückten, ja die ganze Zeit begleitet hier, auch nach Mallorca und jetzt auch wieder hierhin zurück. Bist du eigentlich so Ur-Wuppertalerin? Ich bin gebürtige Wuppertalerin, ja. Okay, also hier ein richtiger Lokalpatrion. Und dann 5 Jahre wart ihr auf Mallorca? Richtig, wir waren 5 Jahre auf Mallorca, ja, von 2011 bis 2016. Und dort die verrücktesten Klamotten gemacht? Ich hoffe, für uns war es auf jeden Fall verrückt und abenteuerlich, ja. Okay, mit den Monster-Trucks macht er das auch im Wuppertal? Wird hier nicht gehen mit den Monster-Buggies. Hätte ich gerne gemacht, aber das liebe Wetter spielt uns einen Strich durch die Rechnung. Also das geht leider nicht. Aber das mit den Fischen ist ja schon eine geniale Idee. Und um das Ganze eben auch mal hier im Wuppertal ein bisschen publik zu machen, haben wir uns überlegt, dass ihr euch Gutscheine bei uns abholen könnt. Und zwar sind das immer 5-Euro-Gutscheine und da könnt ihr so viele holen, wie ihr wollt. Und könnt einfach mal hier hinfahren und das ausprobieren. Die 5 Euro werden dann angerechnet. Das Ganze geht hier so eine halbe Stunde. Das ist ein bisschen relaxed, kann man ein Buch beilesen oder ähnliches. Und geht auch alles hygienisch zu. Man hat das eben ja auch gesehen, die Füße werden vorher gewaschen. Vielleicht ganz praktisch, wenn man trotzdem vorher mal duschen geht. Ja, okay, aber das ist wie gesagt eine ganz tolle Nummer und ihr könnt bei uns bei Wuppertal meine Stadt in der Baumschen Villa in der Friedrich-Ebert-Straße 134, da könnt ihr die Gutscheine abholen und einfach mal hier hingehen, einfach mal ausprobieren, das ist in Wuppertal-Vohwinkel, ich finde es eine ganz coole Nummer und ich kannte das schon aus dem Urlaub von Zypern her, das war echt gut besucht und auf Mallorca habe ich gehört auch. Ja, auf Mallorca sprichst du jetzt ein Laden nach dem anderen raus und das gibt es halt überall, ob das jetzt Amerika ist oder China. Also im Moment ist das wohl der Hype. Ja, Arno, am 6. November oder am 11. November? Nee, 6. November. 6. November ist das erste Heimspiel und dann so im Rhythmus von? Dann haben wir
jedem zwei Wochen ein Heimspiel. Mhm. Okay, und da gibt's, habe ich gehört, Kaffee, Kuchen, Currywurst, alles da. Alles da. Und jetzt verlosen wir auch noch ein paar Karten, oder? Wir lassen mal den Manager einfach außen vor, wir zwei machen das jetzt, oder? Ja, ist gut. Ich denke mal, dreimal zwei Karten. Okay, super. Oder viermal vielleicht. Ah, komm, wir nehmen viermal zwei Karten, ja, oder? Komm, machen wir. Können Sie auch kommen. Okay, super. Und ja, jetzt müssen wir den Zuschauern irgendeine Frage stellen, die beantworten müssen, und damit die gewinnen können. Was müssen die uns denn sagen? Wie heißt der Kapitän von der Solis? Der Kapitän von den Solingen Volleys. Also, Olli wissen wir schon, aber das reicht nicht. Wir wollen den ganzen Namen haben. Ein bisschen die Vita und so vielleicht noch am besten dazu. Nein, der Name reicht. Und ja gut, ich denke mal, das kriegt man raus. Also da kann man sich ein bisschen anstrengen. Das findet man dann auch sicherlich irgendwo im Internet. Also wir wollen den Namen des Kapitäns der Solingen Volleys haben. Und ja, unter allen Einsendungen verlosen wir dann 4x2 Freikarten für ein Heimspiel nach Wahl, oder? Ja, genau. Mhm. Super, so machen wir das. Also das Ganze zu uns, na Wuppertal, meine Stadt. Entweder per E-Mail, die blenden wir gleich ein, oder einfach auf Facebook oder über jeden Kanal, über den ihr uns erreicht. Ja, Roland, jetzt habe ich mal noch eine Frage. Und zwar, wenn diese Fische an den Füßen knabbern, ja, was machen die denn da jetzt eigentlich ganz genau? Also die knabbern bei dir die ganzen toten Hautschuppen weg, die nehmen die Nagelhaut weg, die sondern Enzyme aus, die für den Körper gut sind. Ja, und es fühlt sich einfach wunderbar an, ne? Wie du es ja selber hier merkst. Ne? Ja, also das Gefühl ist hervorragend. Das ist, als würde man mir ein wenig an den Füßen rumkrabbeln. Ja, es ist so ein bisschen wie Reizstrom, kann man sagen. Oder für jemanden, der es noch nicht kennt, wenn jemand schon mal ein Sprudelbad gemacht hat. So ungefähr fühlt sich das an. Und man hat halt nach einer halben Stunde hat man halt butterweiche Füße. Und die Suchtgefahr ist da. Ja, also da Fish and Talk ja jetzt ein Format wird, was wir öfters machen. Wer also ein bisschen viel an den Füßen hat, der kommt beim nächsten Mal zu unserer Talkshow, denn dort fressen die Fische dann alles ab. Und ja, auch da meldet euch gerne bei uns, wenn ihr mal Lust habt, hier mit uns in der Reihe im Becken, ne? Ein bisschen wie die Hühner auf der Stange, aber mit den Füßen im Becken zu sitzen dabei sein möchte, meldet euch. Ja, das war jetzt hier so quasi die erste Folge, der Pilot der ganzen Geschichte mit dem Roland, bekannt aus Goodbye Deutschland, dem Arno. Trainer der Solingen Volleys und der Sarah, die natürlich beim nächsten Mal auch wieder dabei ist, und dem Olli. Genau, mehr wird aber nicht verraten. Der Nachname? Ich weiß nur, dass er die Rückennummer, heißt das Rückennummer? Ja. Rückennummer 3 hat. Ich habe schon beschlossen, ich werde auf jeden Fall für meine Mädels hier Gutscheine kaufen zu Weihnachten. Ich glaube, hier können wir einen richtig coolen Mädelstag machen. Genau, Mädelsabend wird hier total klasse, wenn ihr Gutscheine kauft. Es gibt dann auch noch einen leckeren Sekt dabei. Da machen wir schöne 80er-Jahre-Musik. Da machen wir eine richtige Party hier. Was wir auch noch nicht erwähnt haben, ist, wir machen auch Junggesellenabschiede. Das heißt, wir hatten letzten Samstag erst einen hier. Die sind dann, bevor die in die Stadt gehen zum Kippen, kommen die erst hier hin. Und dann wird hier vorgeglüht, richtig mit Musik und Sekt und Aperol Spritz. Und darf ich das überhaupt sagen? Ist hier Werbung? Ist kein Problem? Ja, in Ordnung. Okay, ja, und dann torkeln die dann los ab in die Schwebebahn und dann geht's ab nach Elberfeld. Und auch für Kindergeburtstag ist das total witzig. Ja, das war's hier mit unserer ersten Folge. Ich weiß nicht ganz genau, wie das ist, wenn ich hier 5 oder auch 6 Folgen gemacht habe, ob ich dann Schuhgröße 40 oder 39 habe. Keine Ahnung. Die Fische werden ja auch wachsen in der Zwischenzeit. Da freue ich mich allerdings drauf, wenn das dann hinterher solche Ömmelmänner sind, die mir an den Füßen rumkrabbeln. Aber egal, ihr könnt das Ganze natürlich auf Facebook sehen, aber auch in unserer App und natürlich auch unter YouTube. Und ja, ich möchte ganz gern der Sarah jetzt so das absolute Schlusswort geben. Ich verabschiede mich auch. Mir hat es riesigen Spaß hier gemacht. Denkt bitte an die Gutscheine von Atlantis Fish Spa und an die Gutscheine der Solingen Volleys. 4x2 Karten zu gewinnen. Hat es dir auch Spaß gemacht? Absolut. Unbedingt wiederholen hier. Und liken, liken, liken. Wir verabschieden uns. Bis dahin. Und tschüss.